Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um ERP-Systeme. Man nennt sie auch oft Abrechnungssysteme in der Energiewirtschaft. Dazu ist passenderweise gerade eine Studie herausgekommen von PwC, also PricewaterhouseCoopers, einer sehr bekannten und renommierten Unternehmensberatungsgruppe, international tätig, die auch schon lange im energiewirtschaftlichen Bereich tätig sind, in Deutschland auch, und da auch relevante Veröffentlichungen rausbringen. Und da können wir ja mal ein bisschen reinschauen an sich, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich verlinke das oben natürlich in der Videobeschreibung und dort könnt ihr dann hier zum Download der Studie, da müsst ihr aber dann eure Lead-Daten eingeben. Also das ist natürlich für vertriebliche Zwecke auch eine Veröffentlichung. Die ist sehr, sehr groß. Wir schauen gleich rein, 150 Seiten. Also ist auf jeden Fall eine wertvolle Veröffentlichung. Aber damit ihr euch das anschauen könnt, selbst, also runterladen könnt, müsst ihr praktisch in diesen Newsletter rein von PwC. Aber kann man machen. So aus meiner eigenen Erfahrung heraus ist es überhaupt gar nicht schädlich. Kommt auch nicht viel oder irgendwelcher Mist, sondern wirklich interessante Veröffentlichung. Das ist ganz sinnvoll. Da ich also im Newsletter bin, habe ich dann gleich den Download-Link bekommen und vorhin die Studie zugeschickt bekommen. Also ein paar übersichtliche Informationen sind auch hier, ne, Studie im Überblick. Es sind, ich glaube, 18 Anbieter angeschaut worden von diesen ERP-Systemen. Eine alte Variante ist hier auch mit einem direkten Download noch verlinkt. Also wer sich so den alten Stand anschauen will, kann auch hier direkt hin. Ja genau, hier sind es 18 Anbieter. Und ansonsten kriegt ihr dann den Download-Link zugeschickt, sobald ihr euch hier eingetragen habt. Weil das natürlich auch eine entsprechende vertriebliche Veröffentlichung ist von PwC, werde ich jetzt ja auch nicht alles zeigen, sondern nur ein bisschen meinen Einblick geben und möchte auch mit euch darüber sprechen. Vielleicht ist das ja auch ein Thema für die Zukunft, hier für weitere Beiträge, wie diese ERP-Welt, diese Abrechnungssystemwelt in der Branche aussieht. Erstmal nochmal zum Begriff ERP-Systeme. Das steht für Enterprise Resource Planning. Das ist also in der deutschen Übersetzung oftmals ein Warenwirtschaftssystem. Das passt auch für viele Branchen, also auch der Einzelhandel, überhaupt Handel nutzt ein Warenwirtschaftssystem, um da eben den Bestand und die Abrechnung davon und so weiter eben darzustellen. In der Energiewirtschaft ist natürlich Warenwirtschaft so ein bisschen schwierig, weil wir transportieren die Kilowattstunde. Deswegen ist Abrechnungssystem meistens so der Begriff, den man da verwendet. Das ist im Kern der energiewirtschaftlichen Unternehmen immer so das System, aber natürlich nicht das Einzige. Wir werden dann nachher auch noch so Funktionsunterscheidungen sehen. Aber natürlich, der Versorger will den Endkunden abrechnen auf Grundlage von Tarifen. Der Netzbetreiber will den Versorger abrechnen auf Grundlage von durchgeleiteten Kilowattstunden, also der Netznutzung. Der Maschinenbetreiber will abrechnen, was seine Leistungen sind am Zähler und an den Energiemengen, was da auch immer noch in Zukunft Tolles im Smart Metering geschickt wird. Also ganz gut vorstellbar. Aber es gibt eben auch so ergänzte Fähigkeiten, die oftmals nicht direkt im ERP-System sind, sondern so angeflanscht über dann ein Zweitsystem fürs Energiedatenmanagement oder Meter-Data-Management jetzt beim Mechtenbetreiber in der smarten Variante und so weiter. Ne? Also so weitere Systeme, CRM, so als Vertriebssystem meistens auch nochmal separat gesehen oder eben doch integriert, weil einige der Systemanbieter doch irgendwie doch so eine größere Plattform mittlerweile etabliert haben und eben auch ein bisschen mehr liefern zu können. 18 Anbieter, wie vorhin schon erwähnt, ist eine interessante Zahl. Das sind schon viele der etablierten, aber es sind noch nicht alle. Und daran merkt ihr schon, wenn ihr jetzt nicht ganz so tief drin steckt, dass es also eine relativ große Anzahl von Systemanbietern, etablierten Systemanbietern in der Branche gibt, die dann also jeweils Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Endkunden jeweils in den Systemen abbilden, mit also hunderten Stadtwerken zum Beispiel, die da dann jeweils Kunde sind, dieser Systemanbieter. Das ist also durchaus ein diverser Markt und das hat auch Vor- und Nachteile, aber bedeutet eben auch, dass man sich regelmäßig mal für ein neues System entscheidet oder dann eben eine Ausschreibung macht und dann Angebote reinholt, vergleicht und so weiter. Und für sowas ist diese Studie durchaus interessant, also schauen wir mal rein, allein hier schon am Anfang, ne, März 2024, ganz aktuell, 150 Seiten, 113 Abbildungen, das ist also wirklich eine ausführliche Veröffentlichung. Ihr seht auch schon hier an der Struktur, man geht so durch diverse Themen, also was will man überhaupt betrachten und wie sind dann die einzelnen Anbieter so einzuschätzen. Man unterscheidet vor allem nochmal die Marktrollen.
wie von mir auch schon angedeutet, Versorger, Netzbetreiber, Mesh-Netzbetreiber sind ja erstmal so die Kernmarktrollen, die hier so ein ERP-System brauchen. In der Bilanzkreisverantwortlichkeit zum Beispiel, ja, da geht es ja schlussendlich um Energiemengenbuchungen, das ist so ein bisschen was anderes, das macht man also meistens außerhalb an den EDM-Systemen oder Bilanzierungssystemen, da gibt es ja vieles. Aber zum Beispiel im Netzbetrieb gibt es eine ganze Menge an anderen Systemen für eben den Netzbetrieb selbst, Netzleitstelle, also energietechnische Themen, die natürlich in der Warenwirtschaft nichts zu suchen haben. Ja, hier wird noch ein bisschen auf die alte Studie eingegangen und dann wird zum Beispiel hier die Funktionalität der Anbieter sich mal genauer angeschaut. Ich schiebe mich mal kurz zur Seite, so dass ihr das hier ungefähr sehen könnt. Ich zoome auch noch mal ein kleines bisschen ran. Ja, was muss man so ein bisschen mit reinziehen in die Funktionalitäten? Ne? Lieferantennetz, MSB, Marktprozesse, also das Ganze hin und her zwischen den Marktrollen, ne? Gemäß der Regelwerke wie GBKI, WIM, MPES, MABIS, aber natürlich auch im Gasbereich, die GDGAS, die GABI, die KOF und so weiter. Meine Mindermengenabrechnung, die einzelne Endkundenabrechnung, auch hier, ne, also Kundenservice und Vertrieb, also Customer Relationship Management, Energiedatenmanagement, Bilanzierung, so ein Stück weit zählt man es natürlich schon mit rein, aber eben für die Tätigkeiten, die man als Marktrolle Lieferant dazu machen hat. Das ist ja nur ein Teil von dem, was dann schlussendlich in der Bilanzkreisbewirtschaftung gemacht werden muss. Ne? Das ist dann deswegen oft nochmal in einem separaten System und ein bisschen was Ergänzendes. Beim Netz, ne, sehen wir natürlich so Netzanschlussservice, so Netzbetrieb, also das, was alles dann Grundlage ist für die Netznutzungsverwaltung. Ne? Dass also man sagen kann, lieber Versorger, du bist jetzt an der Marktlokation dran, dafür muss ich das ja erstmal eingebaut haben und aufgebaut haben und eben managen, ne? Also Netznutzung dahinter, Marktpartner-Service, dass man die Lieferanten an einem System hat und verarbeiten kann und so weiter. Und im Mesh-Betrieb haben wir jetzt eben gerade wegen des Smart Meterings eine ganze Menge weiteres Zählerwesen, die Zähler selbst, die eben im Mesh-Betrieb zu bewirtschaften. Gateway-Administration, wir wollen ja dann in Zukunft in Echtzeit Funktionen am Gateway auslösen. Und das muss dann eben zum Teil bedeuten, dass ich als Mesh-Betreiber jetzt ein Signal an den Gateway-Administrator gebe und der auch jetzt, also eine halbe Sekunde später praktisch, auf das Gateway eine Schaltung zum Beispiel schickt, die dann eben durchgeführt werden müsste. Ja, das sind dann so Sachen, die hier ja, vielleicht auch ein bisschen separat zu betrachten sind oder eben nicht innerhalb des ERP selbst so vollumfänglich abgebildet werden können. Ablesemanagement, also Messdienstleistungen, das dann eben noch weiter verarbeiten und verteilen. Und so weiter. Ne? Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr, Reporting. Ups. Und dann haben wir hier unten noch einen interessanten Punkt, ESG. Das haben wir mit betrachtet und ist natürlich ganz, ganz wichtig. Nämlich eben das Environmental Social Governance. Das ist ja nun so das große Reporting-Wesen für alle Unternehmen einer gewissen Größe. Da zählen Energieversorger alle mit rein, also auch die Netze und die MSBs. Und aus ihrem System heraus brauchen die also im Zweifel vielleicht auch ein direktes Reporting für diese Nachhaltigkeits- Geschichten wie ESG. Und das ist dann interessant, ne? Wie funktioniert das? Wer bietet das überhaupt? Und Systeme, das sind dann eben die ich vorhin schon gemeint habe, die da drumherum noch funktionieren, separate CRMs, separate EDMs und so weiter. Wie ist das hier zu sehen? Und dann ist in der Studie, ne, noch kurze Erklärung, was bedeuten die Dinger, hier einmal aufgeführt. Jetzt muss ich mich wieder verschieben. Das ist natürlich das Falsche, was ich verschiebe. Ich will doch nur mich verschieben. So, als wäre das das erste Video. Hier haben wir also die Anbieter, die hier sich angeschaut wurden und wer in der Branche unterwegs ist, kennt die alle und weiß, da ist fast alles auch schon dabei. Natürlich so die großen Marktführer sind SAP und PowerCloud, die mittlerweile so die meisten Marktlokationen in ihren Systemen haben, wo die Funktionsbereiche sehr unterschiedlich sind, natürlich aber auch die Historie. Aber gerade zum Beispiel in Schleupen und auch Wilken sind sehr, sehr etablierte Anbieter. Lima kennt man schon lange, XAP kennt man lange, Quasi ist sehr, sehr etabliert. Also auch die ganzen anderen hier weiter vorne sind alle sehr, sehr gut etabliert, haben alle eine gewisse Anzahl von Kunden und in anderen Veröffentlichungen kann man auch öfters mal Zahlen von wahrscheinlichen Marktlokationen in den Systemen sich anschauen, die sind alle etabliert. Natürlich gibt es da trotzdem Marktführer, keine Frage. Und dann wird so ein bisschen noch erklärt, was schauen wir uns da an, was ist hier jeweils mit angeboten und insbesondere, das ist nochmal wichtig, ne, was machen die Anbieter? Ne, hier, Kundenanforderungen werden berücksichtigt, ja oder nein? Wenn nein, wäre das kurios. Anwendertreffen, Fachgruppen werden veranstaltet, das ist eine ganz wichtige Sache.
euer Systemanbieter, wenn ihr ein Abrechnungssystem nutzt, wird wahrscheinlich irgendwelche Anwendergruppen haben, wo dann eben über Herausforderungen und aktuelle Entwicklungen gesprochen wird und Wünsche, die noch umgesetzt werden sollen. Und dann Implementierungspartner, Partnernetzwerk. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ob nämlich nur der Anbieter selbst euch hilft oder der auch Partner am Markt hat, also IT-Dienstleister, IT-Consulting-Häuser, die da die Systemmigration und den Betrieb mit unterstützen würden. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir dann auch hinten mit dem letzten X Plattform Ökosystem App Store bei Power Cloud und SAP vor allem einen riesigen Markt sehen. Wer zum Beispiel auch auf der E-World war, an den Ständen von Power Cloud und SAP, weiß, dass da vor allem die ganzen Partner auch ihre einzelnen kleinen Stände haben und ihre Fähigkeiten und Tätigkeiten am Markt zur Verfügung stellen. Und das ist eben da genau der Punkt von diesen großen Marktführern. Die sind auch deswegen so groß, weil sie selbst schon so viele Partner mit an der Hand haben, die den Betrieb und die Weiterentwicklung ihrer Systeme mit befeuern. Naja, und dann wird in dieser Studie also drüber gesprochen. Da schauen wir uns hier mal so ein paar... Zum Beispiel darüber gesprochen, warum wechselt man eigentlich ein System und was erwartet man von einem System? Ne? Wechselgrund hauptsächlich Business-Anforderungen, Ressourcenengpässe beim alten Anbieter und dann vor allem Mitarbeiter. Können die Mitarbeiter damit umgehen? Und erst auf den vierten Punkt Kostendruck, IT-Kostendruck. Das habe ich in meinen aktiven Consulting-Jahren, als ich noch für ein Dienstleistungsunternehmen unterwegs war, anders erlebt. Da waren die Kosten schon noch oftmals ein Hauptpunkt, wo man sich deswegen auch umorientiert hat, aber Business-Anforderungen kann ja auch ein bisschen in die Richtung gehen oder ob damit vielleicht auch gemeint ist, dass es so die Marktprozesse sind, die da vielleicht einfach nicht gut genug laufen, eigene Kosteneffizienz steigern und so weiter. Mitarbeiterqualifikation ist aber auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich ein neues System einführe, muss ich die Leute alle schulen. Das wird spannend. So, und dann Erwartung an das System, ne? Plattform muss Schnittstellen mitbringen, damit ich das System selbst auch erweitern kann mit meinen anderen Systemen oder mit meinen eigenen Dienstleistern. Nicht uninteressant. Gerade auch jetzt mit erweiterten Geschäftsmodelltätigkeiten am Smart Metering zum Beispiel muss man sich auch überlegen, was macht man in Zukunft noch, wie kann man dynamische Tarife abbilden etc. Alle Rollen werden angeboten, ganz, ganz wichtig, weil ich will dann ein System für alles haben. Gerade wenn ich als Stadtwerk vielseitig unterwegs bin mit mehreren Marktrollen, will ich ja nicht ein System für die Versorgerseite, ein System für die Netzseite, ein System für die Messstellenbetriebsseite und so weiter, sondern am besten alles mit einem Anbieter abdecken und dann habe ich halt mehrere Logins für die verschiedenen Rollen zum Beispiel. Mal schauen. App Store mit erweiterten Fähigkeiten, das ist ein ganz neues Thema im Sinne von die letzten Jahre erst entstanden, damit man eben die Fähigkeiten auch eventuell nach Bedarf hinzubuchen kann. Absolut relevante Entwicklung, das gab es früher so nicht unbedingt, war nicht das Thema, aber mittlerweile diversifiziert sich ja auch die Tätigkeit der einzelnen Häuser am Markt. Ne? Mancher Versorger macht einfach nur Stromversorgung und die anderen machen gleich noch Messstellenbetrieb mit und wollen die tollen Smart Metering Anbieter sein und der nächste ist dann halt nochmal ganz anders unterwegs, macht Smart City Geschichten und bla bla bla. Es gibt viele verschiedene Ansätze. Und dann werden hier nochmal die Fähigkeiten aufgeführt, deswegen auch interessant für junge Consultants, die sich weiter beschäftigen wollen mit so Systemlandschaften und den Prozessen da drin. Hat hier mal eine schöne Liste. Und dann kommen wir zu den einzelnen Anbietern und da habt ihr vor allem immer hier solche Aufführungen wie hier, wo dann eben gesagt wird, na, was bilden wir in dem System jeweils ab, was bilden wir mit Partnern ab und was bilden wir nicht ab. Ist aber vielleicht geplant. Ne? Das sind dann diese unterschiedlichen Farben in den unterschiedlichen Tätigkeitsgebieten. Ne? CRM, gerade hatten wir Energiebilanzierung, hier ist mal wieder Abrechnung Netz. Also wird hier immer schön aufgeführt, wer kann jeweils was machen. Da scrolle ich jetzt einfach mal ganz schnell durch, weil das ist natürlich der Mehrwert, den ihr euch dann selbst in der Studie holen könnt. Das ist aber eine coole Geschichte. Und dann anbieterspezifische Sicht, hier haben also die Anbieter selbst ein bisschen was dazu sagen dürfen, was sie machen und es wurde auch zusammengeführt und hier ist dann jeweils ein kleiner Bericht über die Anbieter und wo die jeweils stehen und auch das kann man sich dann natürlich gerne im Kern anschauen. Hier zum Beispiel Power Cloud, ne, Marktrolle Netz, da sagen die jetzt eben, ne, Produktumfang relativ groß, weil das jetzt eben im letzten Jahr oder vorletzten Jahr sich erweitert hat. Die Power Cloud Flex-Lösung ist dann eben schlussendlich zugekaufte Systemlandschaft, Erweiterung der eigenen Systemlandschaft und dann jetzt auch ein deutlich breiteres Angebot. Das war also früher nicht so. Und da ist also auch gerade bei der Power Cloud der letzten Jahre viel Weiterentwicklung zu sehen.
Und wenn man dann zum Beispiel zu SAP geht, na, das sieht man eigentlich fast überall, machen wir alles. Hier und da vielleicht mal machen wir mit Partnern oder im Ökosystem abgedeckt. Aber ansonsten, wir machen alles selbst. SAP sagt, wir können alles, wir machen alles. Das ist sehr, sehr witzig, aber auch die Realität. Und das ist so ein Dilemma. Ich hole mir SAP, es kann dann alles. Eventuell muss ich es ein bisschen erweitern, klar, über diese Partner, aber an sich, es kann alles. Vielleicht ist es für mich aber auch zu viel. Ja, das ist immer so die Abschätzung bei SAP. Wenn ich will, dass es geht, will ich das. Aber vielleicht ist es halt auch zu heftig. Und deswegen sind natürlich auch die ganzen anderen Anbieter sehr, sehr erfolgreich. Schleupen, ne? Hier steht der Gründungsjahr 1970. Die gibt es schon richtig lange, über 50 Jahre am Markt schlussendlich und haben sich hier natürlich extrem weiterentwickelt. Und naja, so, insoweit ist das auch hier eine spannende Auflistung, was die alle jeweils so können und wollen und machen. Und dann haben wir schlussendlich nochmal Praxiserfahrung, Umsetzungshinweise, hier sind nochmal interessante Geschichten, die man sich anschauen sollte, ne? Neue Anforderungen an die ERP-Systeme, wo ich also vor allem auch nochmal sagen würde, naja, so eine Skalierbarkeit zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, wie hier unten so eben gesagt wird, ne? Vielleicht bin ich noch relativ schlank als Versorger unterwegs, will aber wachsen, vielleicht mache ich meinen Mesh-Betrieb relativ schlank, muss da aber unbedingt wachsen im voranschreitenden Smart Meter Rollout, weil ich da dann Geschäftsmodelle sehe. Und auch die Automatisierung ist super wichtig, weil wir hier eben natürlich immer schneller werden müssen in unseren Prozessen, die es da so am Markt gibt. Insoweit super interessante Studie, die man sich hier auf jeden Fall mal anschauen kann. Wer dann also weiter reinschnuppern will, geht auf den Link, den ich euch hier verlinke und holt euch den Newsletter und dann kriegt ihr das Ganze auch zugestellt. So. ERP-Systeme an der Branche sind ein super spannendes Thema. Ich selbst war ja ursprünglich mal viele Jahre klassischer Sachbearbeiter im Outsourcing-Bereich, habe also bei verschiedenen Energieunternehmen verschiedener Größe alles Mögliche mal selbst gemacht. Also wer das nicht weiß, meine erste Aufgabe war Zählerstandsplausibilisierung auf Grundlage von eingescannten Ablesekarten 2011 noch. Und dann halt Privatkundenabrechnung, später Netznutzungsabrechnung, Lieferantenwechsel, Bilanzierungsclearing, als da noch die Zuordnungsliste Strom gab, also Marktkommunikationsclearing dann auch, EDIFACT-Datenaustausch habe ich gemanagt, im Gasbereich ein bisschen auch tiefergreifende Bilanzierungsaufgaben gemacht, ne? Also Allokation, Nominierung und so weiter. Aber das nur unterstützend. Und dann ging halt nach und nach der Weg tiefer ins Consulting. Und da ist dann oft die Frage, wie gut können unsere ERP-Systeme eigentlich das, was wir wollen. Und eines der ersten größeren Themen war dann tatsächlich auch eine Systemmigration zu begleiten von einer vorher sehr zusammengeflanschten Systemwelt hin zu einem Standardangebot. Und dann eben zu sagen, hey, das Standardangebot ist ja eigentlich cool, weil kosteneffizient, aber wir haben so ein paar Sonderfunktionen und Fähigkeiten, die wir eigentlich weiterhin noch anbieten wollen. Das war bisher halt gecustomized, sehr aufwendig, sehr teuer. Und jetzt ist es aber in dieser Standardlösung nicht so richtig drin. Und da muss man eben mit dem Anbieter und mit deren Ökosystem, wie es hier auch formuliert wird, mit den Partnern ein bisschen sprechen, was könnt ihr hier noch abbilden und so weiter. Ich selbst war ja nicht der IT-Consultant, ich bin der Prozess-Consultant, ne? Also ob das Ganze sauber abgebildet ist. Und über die Jahre hinweg war es eigentlich immer wieder was Ähnliches, ne? Im Consulting-Bereich, habe dann später eine Systemmigration im Kontext von Power Cloud auch fachlich mitbegleitet oder mehrere sogar schon fachlich mitbegleitet und bin auch in der letzten Zeit bei einem Haus, was von einem klassischen Anbieter zu einem anderen klassischen Anbieter wechseln will und deswegen so im Altsystem gerade noch aufräumen muss. Das ist also, wie man dann ja auch hören kann, oft so ein ganz zentrales Thema. Mein ERP-System ist eben dafür da, um meinen Alltag zu managen. Und mein Alltag ist ja im Zweifel Kilowattstunden betrachten, Kunden managen oder eben das, die Netznutzung managen und dann eben ne, auf Grundlage von korrekten Stammdaten, korrekten Bewegungsdaten, also Zählerständen, Lastgänge und so weiter, die Realität abbilden. Das, was zivilrechtlich passiert, abbilden, also Verträge, die geschlossen werden, Einkäufe von Portfoliomengen oder dann eben ne, die Versorgung von Endkunden darin abbilden. Im Mesh-Betrieb natürlich auch da die Smart Metering-Geschichten abbilden, den Rollout abbilden. Und das kostet natürlich alles irgendwo Geld. Und schlussendlich will ich die Kilowattstunden oder die damit zusammenhängenden Leistungen jemanden abrechnen. Und das ist im Kern das Abrechnungssystem, das Warenwirtschaftssystem, also ERP-System der Energiewirtschaft.
Und wenn halt irgendwo schon die Datenqualität schlecht ist, wird alles weitere auch schlimm sein. Also Kunden sind dann so ein Thema, ne? Wie gut und klar ist da eine Plausibilisierung zum Beispiel, um eben Sicherheit zu haben in der Datenqualität, aber dann eben auch die weitere Verarbeitung. Die Marktkommunikation, also die Anbindung von Edefaktübertragung und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele einzelne Schnittstellengeschichten oder Herausforderungen, an denen dann mein Alltag extrem schwierig werden kann. Und das System muss ordentlich konfiguriert sein. Es muss meine Realität, meine Tarife und so weiter sauber abbilden. Und dann eben auch die Meldung von den Marktpartnern interpretieren können. Meistens gibt es dann auch ein separates Datenaustauschsystem, was dann die Edifact-Meldung empfängt, verarbeitet und dann in die Logik von zum Beispiel SAP oder Power Cloud oder Schleupen übersetzt, sodass es dann in die Datenbank übertragen werden kann. Und ja, das ist schon halt tricky, weil was ist, wenn halt die Edifact-Datei nicht ordentlich befüllt ist? Ja, also ist sie dann zivilrechtlich zugegangen oder nicht, je nachdem, was für ein Fehler kam. Und das muss dann eben auch im Abrechnungssystem korrekt abgebildet werden. Sonst fällt es erst irgendwann nach Monaten vielleicht auf, dass Zählerstände falsch sind, dass Bilanzierungsmengen falsch sind, dass Netznutzung falsch abgebildet wurde. Und dann tut das meistens sehr weh. Je besser das ERP-System, desto weniger natürlich auch personeller Aufwand. Und das ist immer auch dann ein Hauptproblem. Ich komme ja aus dem Outsourcing ganz ursprünglich. Und das macht man ja deswegen. Also man bietet BPO an, Business Process Outsourcing. Also Leute, die sich auskennen, die für eine Zeit in einem Themenbereich unterstützen. Nicht unbedingt, das ist nicht Zeitarbeit oder Leiharbeit. Also auch nicht Arbeitnehmerüberlassung meistens, sondern das ist eben ein Dienstleistungsvertrag, wo gesagt wird, ihr loggt euch auf unser System ein und bearbeitet einfach die Fälle für uns. Und das gibt es in einem unglaublichen Ausmaß mit Zehntausenden Outsourcing-Sachbearbeitern in diesem Markt, weil die ERP-Systeme dann eben doch nicht hundertprozentig perfekt laufen können, wegen einerseits Datenqualitäten, einfach weil sie von den Kunden falsch kommen oder weil sie von manuell abzulesenden Zählern kommen und das ist dann irgendwie alles schwierig oder eben, weil innerhalb der Systeme selbst oder in diesen Schnittstellen von Systemen zueinander Fehler passieren. Und das muss dann wieder menschlich bereinigt werden. Und wenn man da nicht gut hinterher ist, hat man dann plötzlich mal 100 Fehlerfälle, dann hat man 1000 Fehlerfälle, dann hat man 10.000 Fehlerfälle im System, gibt es bei allen möglichen großen Häusern immer mal wieder und dann muss es eben irgendwie behoben werden. Und deswegen ist das ERP-System auch oftmals so ein ganz zentrales Thema, wo viel Klärungsbedarf und Optimierungsbedarf auch besteht. Und wer sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen will, guckt euch zum Beispiel diese Studie an. Es gibt auch von der ZFK zum Beispiel regelmäßig so einen Überblick über die ERP-Systeme am Markt. Da gibt es zum Beispiel auch so angenommene Mengen von Kunden. Da gibt es auch im Bereich von Meter-to-Cash nochmal so eine Marktstudie auch von der ZFK. Aber das sind, glaube ich, alles die ZFK-Plus-Angebote, ne, mit einem Login, mit einem Bezahllogin. Das werde ich euch jetzt also hier nicht zeigen können. Ist also am Ende trotzdem ein spannendes Thema, betrifft jeden und ich selbst habe also Erfahrungen mit vielen dieser Systeme gemacht, mit den Marktführern natürlich am meisten, das ist dann klar, aber auch so mit den meisten mittelständischen Systemen habe ich zumindest schon mal kurz gearbeitet oder habe sie gesehen. Am Ende des Tages ist ja die Energiewirtschaft durchreguliert, alle Stammdatenobjekte sind vordefiniert, alle Rollen sind vordefiniert, alle Bewegungsdaten sind vordefiniert. Also müssen die Systeme eigentlich alle dasselbe abbilden. Oder besser gesagt, das gleiche abbilden. Sind aber im Detail unterschiedlich. Können mal was Unterschiedliches, sehen unterschiedlich aus. Und deswegen gibt es auch einen Grund dafür, dass es unterschiedliche Anbieter gibt. Weil ne, jeder hat halt so ein eigenes Interesse, eigene Vorteile, Nachteile, eigene Bedingungen an die Wahl des ERP-Anbieters. Also trotzdem ein spannendes Feld mit viel auch Entwicklungsmöglichkeiten und gerade die Häuser, die dann früh neue Funktionen anbieten können, die dann vielleicht wachsen am Markt, die haben dann auch durchschlagenden Erfolg. Naja, von daher, guckt euch das an. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, eigene Erfahrungen zu ERP-Systemen habt, gerne auch unten in die Kommentare mal reinschreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nicht die nächsten Videos verpasst. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.